Lernpartner in der Steuerberater-Prüfungsvorbereitung. Ist das ein Must-Have? Bringt dich das weiter? Oder ist das sogar potenziell gefährlich für deinen Examenserfolg? Was sind die entsprechenden Faktoren und worauf kommt es an? Das besprechen wir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Marlo Steinecke, ich bin der fachliche Leiter der ESA Examensvorbereitung, der Nummer 1 digitalen Vorbereitung für das Steuerberaterexamen. Heute geht es um das Thema Lernpartnerschaften. Bevor wir auf die Vor- und Nachteile eingehen, die Punkte, die du beachten musst, ein ganz wichtiger Grundsatz. Der Lernpartner oder die Lernpartnerin, die du hast, die werden dich nicht erfolgreich machen im Steuerberaterexamen. Das heißt, du darfst auf keinen Fall die Verantwortung abgeben, dass die Lernpartnerschaft dich quasi durchs Examen trägt. Das wird auf jeden Fall nicht der Fall sein. Jetzt schauen wir konkret drauf, was die Lernpartner-Vorteile und Nachteile konkret sind. Beginnen wir mal mit den positiven Aspekten. Ich habe hier ein paar Punkte aufgeführt. Der erste Punkt, das Thema der sogenannten Accountability. Was bedeutet das? Ein Lernpartner wird dich eher dazu verleiten, Lerntermine einzuhalten, als wenn du das Ganze nur für dich machst. Warum ist das so? Wenn du zum Beispiel dich zum Lernen verabredest, Samstag um 9 Uhr treffen wir uns in der Bibliothek und lernen gemeinsam, dann ist die Hürde mental für dich viel, viel höher, dort nicht rechtzeitig aufzutauchen, als wenn du dir selber gesagt hast, ich sitze Samstag um 9 Uhr am Laptop und lerne beispielsweise. Und dieser Fremdtermin ist bei vielen eben so im Vergleich zum Eigentermin höher gehangen, sodass man dann eben Lernzeiten viel, viel besser einhält, Sachen umsetzt, die vereinbart sind. Und dadurch kommt man letztendlich vielleicht eher mal ins Arbeiten rein, als wenn man sich eben nur sich selber gegenüber verpflichtet. Zumindest, wenn das für einen selber ein Problem ist. Natürlich muss man daran arbeiten. Das löst, wie gesagt, nicht die gesamten Probleme, weil du kannst nicht die gesamten Lernzeiten eben mit einer anderen Person abhalten, sondern du musst eben auch viel im Eigenstudium generell tun. Und umso wichtiger ist es dementsprechend, dass du diese Fähigkeit erlernst. Die kann punktuell helfen, wie wir eben rausgearbeitet haben, aber selber die Termine mit sich einzuhalten, egal ob man jetzt einen Fremdtermin hat oder nicht, ist für das Examen insgesamt extrem wichtig. Der zweite Punkt, Thema Hilfestellung. Natürlich ist es so, wenn man in der Lernpartnerschaft ist, der eine wird sicherlich mal ein Thema besser verstehen und der andere, sodass man sich gegenseitig vielleicht auch die eine oder andere Frage beantworten kann. Natürlich muss man natürlich auch da mit Vorsicht rangehen, weil wer weiß, ob der andere das richtig verstanden hat. Da darf man natürlich nicht zu sicher sein, nur weil man das Gefühl hat, man hat etwas verstanden. Aber ganz klar, Johann Wolfgang von Goethe hat schon an der Stelle gesagt, dass man, wenn man lehrt, eben doppelt lernt. Von daher kann das auch ein Vorteil sein, wenn du zum Beispiel deinem Lernpartner etwas erläuterst, weil du dann letztendlich ganz anders formulieren musst, das Ganze inhaltlich anders durchdacht haben musst auf einem höheren Level, um dem anderen dann letztendlich auch da weiterhelfen zu können, sodass er auch das Thema verinnerlicht. Und deswegen kann man sich hier natürlich ein Stück weit gegenseitig unter die Arme greifen und durch das Erklären natürlich auch doppelt profitieren. Und der dritte Punkt, in Anführungszeichen, geteiltes Leid ist halbes Leid, eine typische Phrase an der Stelle, aber hat natürlich auch in manchen Punkten oder manchen Phasen der Examensvorbereitung wahren Charakter, denn man muss sagen, so eine Prüfungsvorbereitung ist natürlich auch emotional manchmal so eine Achterbahnfahrt, das kann man ganz klar sagen. Und wenn man dann ja jemanden an seiner Seite hat und das nicht ganz alleine durchstehen muss, dann ist das letztendlich natürlich auch kann ein Vorteil sein, weil man dann sagt, hey, komm, zusammen schaffen wir das, und man zieht sich selber dann so ein Stück weit aus der Miserie raus, wenn es mal nicht so gut laufen sollte. Das heißt, es gibt ganz klare Vorteile, das braucht man nicht verneinen, aber wir müssen natürlich immer die Gesamtsituation betrachten, und desto wichtiger ist es eben, auch hier die Nachteile ins Spiel zu bringen. Der erste Punkt, es könnte natürlich ein starkes Gefälle zwischen den Teilnehmern oder innerhalb deiner Lerngruppe geben. Das heißt, wenn man hier die Vorteile anschaut und nur der eine von dem anderen profitiert, ist es letztendlich ja schwierig, kann man sagen, und nicht unbedingt für den anderen, der eben auf einem höheren Niveau ist, unbedingt zuträglich, weil da muss man ganz klar sagen, es sollen beide davon profitieren. Und wenn das Gefälle zu groß ist, der eine dem anderen immer nur hilft und erklärt, dann freut sich vielleicht derjenige, der das niedrigere Niveau mitbringt, aber es soll ja für beide Seiten von Vorteil sein. Und deswegen muss man darauf achten, dass man eben auf einem ähnlichen Niveau agiert. Es kann immer mal thementechnische Unterschiede geben, aber insgesamt sollte das auf einem ähnlichen Niveau stattfinden. Ein sehr, sehr großer Nachteil, wo man aufpassen muss, gerade bei der Auswahl im zwischenmenschlichen Bereich, das Thema runterziehen. Wenn du eine Lernpartnerin hast, einen Lernpartner,
der dich im wahrsten Sinne des Wortes mental permanent runterzieht, dann wirklich Abstand nehmen, das kann man nur so deutlich formulieren, denn wenn du selber, sag mal, eine neutrale Stimmungslage mitbringst und der andere dir permanent sagt, dass er keine Lust hat, dass alles so anstrengend ist, dass ich eh nicht glaube, dass ich bestehen werde, dass es alles gar keinen Sinn macht und man nicht gut genug wäre und was noch alles für schöne Aussagen in dem Fall kommen können, dann musst du wirklich einen Riegel davor schieben, wie eben schon gesagt, weil das darf eben nicht passieren. Wenn du eh schon sozusagen nicht von dir aus sehr viel Eigeninitiative, Motivation mitbringst und du dann noch einen Lernpartner hast, der dich noch weiter runterzieht, gerade wenn du vielleicht auch mal positiv drauf bist, dann ist das wirklich Gift und das darfst du auf keinen Fall unterschätzen. Das ist auch die Anknüpfung zum dritten Punkt, nämlich anstecken lassen. Auch in der Endphase zum Beispiel gibt es immer wieder Teilnehmer, die extrem, ich sag mal, negativ eingestellt sind und sagen, ich schaffe das eh nicht, die gucken nur auf die Noten, suchen die Fehler, die Probleme. Und ja, diese Nervosität ist wie so ein Flächenbrand manchmal und da muss man eben auch schauen, dass man sich nicht anstecken lässt, eben von der Negativität, von der Anspannung, Nervosität, und da muss man dann eben auch ganz genau darauf achten bei der Auswahl der Lernpartner, wie ist die andere Person gestrickt, und wenn das eben nicht funktioniert oder man merkt das, wenn man es vorher nicht erkannt hat oder es nicht sichtbar war, dann muss man auch ganz klar sagen, okay, aus den und den Gründen macht es hier keinen Sinn. Und da ist für dich wichtig, dass du mitnimmst, ganz klare Kommunikation. Schau darauf, es geht hier darum, dass du das Steuerberaterexamen erfolgreich meisterst. Und wenn die Person negativ ist für dich in dem Fall, dann kannst du das auch sozusagen klar kommunizieren. Da tun sich sicherlich viele mit schwer, aber zu sagen, das funktioniert für mich nicht oder ich fühle mich nicht wohl in der Konstellation oder es taugt mir nicht, das sozusagen auch mit einem klaren Cut dann zu beenden, weil wenn man permanent nur dabei ist, Ausreden zu suchen, ich bin heute krank und nee, heute passt nicht und Schwiegermutter hat Geburtstag und so weiter, ne? Dann ist es halt wichtig, sozusagen einen klaren Cut zu ziehen, weil es sonst unnötig Fokus, Energie und ja, letztendlich auch einfach Nerven kostet, permanent neue Ausreden zu finden. Dann lieber klar und offen kommunizieren, dann weiß jeder, woran er ist. Und der vierte Punkt, ganz entscheidend, konzeptionelle Probleme und Unterschiede. Was meine ich, wenn du zum Beispiel bei einem anderen Anbieter bist? Also unsere Kunden fragen manchmal auch, wie ist das, ich habe einen Lernpartner, einen Bekannten, der macht aber den Kurs XY. Dann muss man da eben sehr genau drauf achten, oder meine Empfehlung bei unseren Kunden ist immer, dass die anderen Teilnehmer, das kann man so sagen, einfach überhaupt gar keinen strategischen Input haben, wie sie etwas tun sollen. Wenn das dann so abläuft, dass sie unseren Plan sozusagen eins zu eins gemeinsam umsetzen, dann ist es in Ordnung. Aber wenn jemand gar keine Ahnung hat, wie man lernstrategisch vorgeht, wie man eine Wochenplanung erstellt, wie die Inhalte zu bearbeiten sind, wie eine Klausur nachzubereiten ist, dann ist es zwar schön, dass du die Person nett und toll findest, aber wichtig ist, dass es strategisch, konzeptionell eben auch ineinander passt. Und wenn der eine sagt, ich will maximal viele Klausuren schreiben, macht aber keine Klausurnachbereitung, und du machst es richtig und sagst, ich will Qualität in der Klausurnachbereitung, da mache ich die Fortschritte, dann muss das eben auch konzeptionell zusammenpassen, damit das ein Match ergibt. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann nimm lieber Abstand davon, weil irgendwas zu machen, nur damit ihr das gemeinsam macht, ist einfach nicht zielführend. Und da ist es einfach wichtiger oder wäre es smart als Empfehlung, eben darauf zu achten, dass du das, was für dich im Gesamtkontext, ich hoffe, du verfolgst eine ganzheitliche Strategie sozusagen, eine Gesamtstrategie, dass du die auch durchziehen kannst. Wenn das sozusagen von den Umständen nicht passt, dann mach's lieber alleine. Wie gesagt, du siehst, dass da eben erhebliche Nachteile daraus entstehen können, auch als Folge, dass die Lernpartnerschaft eben zu mehr Nachteilen führt, als es dann letztendlich Vorteile hat. Und wichtig, bewerte das auch immer von Phase zu Phase. Es gibt natürlich auch unterschiedliche To-Dos in so einer Examensvorbereitung, Stoffvermittlung oder Aneignung, besser gesagt, Klausurarbeit und so weiter. Und das muss auch dann nicht für die gesamte Vorbereitung sein. Das heißt, immer kritisch draufschauen. Es geht, wie gesagt, um dich, um deinen Examenserfolg. Und deswegen ist es wichtig, dass du das auch ehrlich für dich analysierst. Bringt dir das was? Profitieren beide Seiten davon? Und sind diese Bedingungen eingehalten, beziehungsweise die Punkte eben nicht vorhanden, sodass man sagen kann, das ist Nutzen, echter Nutzen. Und da zieht man sich nicht runter, sondern pusht sich gegenseitig, unterstützt sich gegenseitig. Und dann profitieren auch alle Beteiligten von dieser Konstellation. In dem Sinne, berücksichtige das auf jeden Fall, wenn du in deiner Examensvorbereitung strategische Unterstützung benötigst in allen Bereichen, das heißt, egal ob Stoffvermittlung, Lernplanung, Strategie insgesamt oder
alle anderen Bereiche, die eben noch wichtig sind, dann bist du bei uns bei der ESH auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Dann melde dich mal gerne bei uns unter dem Link, den wir einblenden, zu einem kostenlosen Beratungsgespräch. Da wirst du in einem 1:1 60-minütigen Gespräch mit unserem Strategieexperten herausfinden, wie wir unseren gesamten strategischen Input auch bei dir implementieren können, damit auch du deine Examensvorbereitung erfolgreich gestalten kannst. In dem Sinne, wenn dir der Input gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Malo.